Are German snipers the best snipers in the entire world? Let's take a look. Willkommen! My name is Sean Huggins and this is React with Hugs. Let's hop straight into today's reaction. Fünf oh Tage, baby, here we go. Am Ende werden alle am Limit sein. Scharfschützen aus ganz Europa, Kanada und den USA. Ooh. 17 Nationen kommen zur European Best Team Sniper Competition 2019 der US-Amerikaner. Staatsfeldwebel Erik Vogel ist als Coach dabei. Welche Motive hat das deutsche Team? Wo ist der Leistungsstand von unseren eigenen Scharfschützen? Was kann ich im Austausch erfahren von den anderen Nationen? Ooh. Vielleicht sieht man die Dude, this is so exciting! Bro, I love learning about snipers and stuff. I think it's like so fascinating. This should be interesting. I'm excited about this. Techniken, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die wir vielleicht mit übernehmen können. Und natürlich auch der Erfahrungsaustausch in den, wir sind jetzt mal Pausengesprächen. Mit zwei Teams ist die Bundeswehr dabei. Wir begleiten das Team vom Ausbildungszentrum Infanterie aus Hammelburg. Hauptfeldwebel Schneider ist der Scharfschütze, auf Englisch Dang. Sniper. Unterstützt wird er von Hauptfeldwebel Immich, dem Beobachter, dem sogenannten Spotter. Sie schießen auf 100 Meter Ziele und passen ihre Waffen den Bedingungen vor Ort an. 100 Meter. Ab morgen wird es keine Möglichkeit mehr geben, die Waffen einzustellen. Unterschiedliche Nationen haben unterschiedliche Regionen, wir haben unterschiedlichen Luftdruck, unterschiedliche Höhen. Das muss heute angepasst werden. Das sind im 5-Zentimeter-Bereich vielleicht als... Dude, this is so crazy. Like, different altitudes, different air pressure, different weather conditions, like, all these different things factor so much into shooting at long distances, and I don't understand any of it, but it's freaking crazy. It's so fascinating. Unterschied zu ihren eigenen Örtlichkeiten, aber grundsätzlich muss das halt, wenn ich hochpräzise schießen will, auch abgedatet werden. Der Wettkampf beginnt. In den nächsten Tagen kommen auf die Männer 8 Stationen zu. Die genauen Anweisungen für die erste erfahren sie erst jetzt. Schießen aus verschiedenen Positionen und Anschlagsarten. Liegend, kniend, stehend, seitlich. Die Ziele sind bis zu 800 Meter weit entfernt. Sie haben unterschiedliche Waffen dabei. Ab einer Zielentfernung von 600 Meter aufwärts schießt der Sniper mit seinem G22 A2. Der Spotter Hauptfeldwebel Immich schießt mit einem G27. Dieses Gewehr wirkt auf einer Entfernung von bis zu 800 Meter am besten. Oh my God, look jetzt how far geht away es they einige are. Meter höher. Das bedeutet für die Soldaten, schießen im negativen Winkel, eine weitere Rechenvariable, die dazukommt. What? Sehr außergewöhnlich, sie müssen mit ihren schweren Präzisionsgewehren auch aus dem Stand ohne Auflage Whoa. Schießen. Hey Sniper, same position, target number 8. Same position, target number 8. Eine ganz seltene Anforderung, kaum zu schaffen. Doch Hauptfeldwebel Schneider so difficult. Ooh. All right, you guys ready? Almost. When you reach the firing position, you'll engage 5 targets. So, all of your targets will look like this right here. Die Aufgabe klingt einfach. Vom Ufer aus lospaddeln und die Ziele in möglichst kurzer Zeit treffen. Doch so einfach ist das nicht. Die Ziele befinden sich in 520 Meter Entfernung und das Boot wackelt 520 meters away, bro, that's so far. In alle Richtungen. Bedeutet also, ich musste mir das Ziel merken und das Fadenkreuz, wenn es wandert und ungefähr auf dem Ziel war mit den Einstellungen, die wir dann zusammen besprochen hatten, musste ich ungefähr an der Kante, rechten Kante des Ziels in dieser Bewegung abkrümmen. Das war schon, das war lustig. Das Team trifft alle Ziele. Dang. 10 points each, 50 points total. Okay? Yes. Wow. Go! Jetzt wird es ungemütlich. Die Schützen stehen auf wackeligem Untergrund. What? Sie müssen nach jedem Schuss die Position wechseln. Die Barrikaden sind wow. Okay, dude, I've never shot big guns like that before, like these big military-style rifles, and I would never want to be in an actual war scenario or anything like that, but bro, running around and, you know, doing this target practice stuff and standing on silly objects and shooting in weird ways, this looks pretty fun. I think that would be pretty fun to do. Gebaut, dass sie jedem Druck nachgeben. Die Männer müssen darauf reagieren und kreativ sein. Soweit es geht, arbeiten What? Sie im Team.
Das heißt, du konntest es dir nie richtig bequem machen, musstest direkt wieder aufstehen, Stellungswechsel durchführen, deinen Anschlag neu feststellen und dann wieder die verschiedenen Ziele zu bequemen. Auch hier geht es um Zeit und Trefferzahl. Bewertet wird aber noch mehr. Wir sind hauptsächlich hier, um die Sniper-Teams zu bewerten, wie sie sich aus ihren verschiedenen Schusspositionen heraus annähern. Wir bewerten auch ihre Fähigkeit, im Team zu arbeiten, um die Ziele zu treffen. Okay. So, they got two shots, very tight group here, and one shot here. So they made all three shots. That's good. Oh boy. Seems like Germany's doing really good. Zuerst wird das Team auseinandergerissen. Ab jetzt ist jeder auf sich gestellt. Der Puls darf nicht zu hoch steigen. Zu schnell sollten sie deshalb nicht laufen. Hinzu kommt das Gewicht. Während des gesamten Wettbewerbes muss der Rucksack mindestens 16 Kilogramm wiegen. Dazu kommen Waffen, Nahrung und Wasser. Immer wieder müssen sie stoppen, zur Ruhe kommen und einen präzisen Schuss abgeben. Am letzten Punkt treffen sie wieder zusammen. Hier schießen sie mit der Pistole und platzieren danach den letzten Schuss auf über 600 Meter Entfernung. Oh my gosh, we're all the way at 600 meters now. Holy crap. 600 meters, that's insane. This is so exciting. Oh my god, dude, look at the bullet. Perfect headshot. Oh my god, crazy. 600 meters! Es wird kompliziert. Jede falsch verstandene Anforderung kostet Punkte. Diese Station wird von den Letten betrieben. Alle Nationen können sich mit eigenen Ideen in den Wettbewerb einbringen. Ja, es ist eine ziemlich anstrengende Station. Wir mussten viel laufen, mussten improvisierte Anschläge wieder machen auf eine gewisse Distanz, ab 500 Meter. Das war schon heftig, wir beide mussten zusammenschießen, also parallel sozusagen. Teils habe ich ihn unterstützt, teils hat er mich unterstützt, wie es halt ging. Es ist viel Laufen mit dabei gewesen, mit unserem schweren Gepäck. Ready? Ja. Dann plötzlich auftretenden Feind im Nahbereich bekämpfen mit der Pistole. What? Dann ein Haus freikämpfen. Im Orts- und Häuserkampf zu zweit, zwei Ebenen. Und dann sollten wir aus einem sogenannten Loophole, also ein kleines Loch in der Wand sozusagen, müssen wir das Ziel aufklären und halt durch dieses Loch aber schießen. Das ist schon tricky, das muss man wissen, wie das geht. Oh my gosh. Dude, this is like the most badass competition ever. This is so crazy, this is awesome. Looks so fun. Sie schätzen die Entfernungen zuerst mit bloßem Auge, dann mit dem Fernglas und zuletzt mit dem Zielfernrohr. Zusätzlich müssen die Männer Objekte im Feld erkennen und auch hier die Entfernung schätzen. Aha. Okay. Oh, that's an easy one. Just estimate some distances. Die Scharfschützen müssen vier Ziele finden. Zur Orientierung haben sie ganz rudimentär Karte und Kompass. Handyortung, GPS oder Multifunktionsuhren sind nicht erlaubt. Aha. Wer im dichten Wald die Orientierung nicht verliert, hat gute Karten. Sie haben dafür 90 Minuten Zeit. Nach 60 Minuten ist unser Team am Ziel. Ab hier wird es extrem ruhig, aber nicht weniger anstrengend. Also wir finden uns jetzt gerade in der Vorbereitung für die Annäherungsübung. Annäherungsübung ist die Königsdisziplin für den Scharfschützen. Das heißt, es ist ein Auftrag, sich an ein feindliches Ziel anzunähern. Das Problem ist natürlich, dass er sich in der Bewegung befindet und das Ziel ist stationär. Das heißt, der Vorteil liegt natürlich auf der gegnerischen Seite. Ab hier würde sie jede falsche Bewegung, jedes kleinste Geräusch verraten. Deshalb bleiben wir mit der Kamera an dieser Stelle zurück. Früh am Morgen 6.30 Uhr. Es wird ein heißer Tag. Die 40-Grad-Marke ist noch nicht erreicht. 16 Kilogramm im Rucksack plus Wasser und Waffen ergeben über 25 Kilogramm auf dem Rücken. Damit geht es jetzt 19,3 Kilometer über Asphalt und Waldwege. Nach 5 Tagen ist das die letzte Station. Egal wie fit die Männer sind, alle kommen hier an ihre körperliche Belastungsgrenze. Jetzt haben wir Patronen. 16.79 Kilos. That's 0.79 Kilos more
than they had to carry. Gekriegt, hier jeder eine. Und jetzt kommt da gleich ein Ziel auf einer hohen, sehr weiten Entfernung. Und dann müssen wir das mit dem ersten Kaltschusstreffer treffen. Das gibt nochmal richtig Punkte, also da müssen wir uns jetzt konzentrieren. Time will start in 3, 2, 1, go! Target 9! After all that, von 2 Minuten müssen beide Schützen geschossen haben. Ich mach 50 hoch. And they said, the first cold shot, whatever that means, I guess if the gun gets warm after shooting a bunch of times, then maybe it's more accurate or something, I don't know. Well, yeah. All right, Roger, I'll try my hardest. Der erste Schuss sitzt. 700, oh, no. 750, nimm 750. Your weapon system. Die Zeit ist abgelaufen. Der zweite Schuss fällt nicht mehr. Aber den einen Treffer nehmen sie Dang mit. It. Am Ende also noch viele Punkte für das Team. Nach 5 Tagen ist der Wettkampf vorbei. Hauptfeldwebel Schneider hat ihn gut überstanden. Ich liebe meinen Beruf und bin da auch mit vollem Herzen dabei. Deswegen, selbst nach so einem Marsch, macht es auch wieder Spaß. Jeder hat die Belastung der letzten Tage in den Knochen und weiß, was der andere geleistet hat. Umso mehr werden die Erfolge der Kameraden geschätzt. Team 22 from Germany. Oh! Unser Team vom Ausbildungszentrum Infanterie kommt auf den 3. Platz von 31 Teams aus 17 Nationen. Very nice. Dieser Wettbewerb wird auch im nächsten Jahr wieder ausgetragen. Wow. Oh, they didn't say who got first place. Bro, how are you gonna mention... Now, I know that this is a video about the German sniper team by the German military, but bro, how are you gonna not give the people the top 3, second and first place, as well as the third place finish from the German team? Come on, man! Well, that was still awesome. I mean, third place out of, what was it, 31 teams or something like that? That's pretty cool. I am always fascinated by like sniper related stuff like this for some reason. I don't know why. I just find it so fascinating how intricate it is and how many considerations for doing what they do and the physical and the mental combination of just everything about it is just so crazy to me. But that being said, I will pass the question over to you guys, the experts. What do you think of this competition, and how do you think that the German sniper team did? Let me know your thoughts. Leave your mustard down in the comments section below. While you're down there, leave a like and consider subscribing. It helps the algorithm, which helps the channel. At any rate, though, that's all the time that I have for today. Thank you guys so much for being here, and as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.